machen wir parallel. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich bin nicht im Disneyland dieses Wochenende, was eigentlich geplant war. Dafür haben wir einen super Ersatz gefunden, den Eifelpark in Gondorf. Ich hoffe, ihr habt alle das Lied auswendig gelernt. Ja, kannst du schon mal singen, Daniel? Das Wetter, naja, fühlt sich eher an wie Herbst. Mir ist kalt. Frag mich mal. Da ein T-Shirt. Wir haben bei uns in der Stadt Sommer gehabt. Genau, und jetzt verbringen wir hier den Tag, mal sehen, was wir alles machen können. Ich glaube, wir können Bagger fahren. Kühe melken. Wir haben auch, sind auch ganz viele Leute hier, Vivi, Kevin, Dennis und Nina, Daniel, Brina und Andi sind gerade auf Toilette. Und der Daniel macht wieder Insta-Story. Noch nicht, ich warte. Okay, wir sehen uns drin. Der Eifelpark ist nicht nur ein Freizeitpark, sondern auch ein Wildpark, wie man hier sehen kann. Ihr könnt ja auch Wildfutter kaufen für 1 Euro. Was hat der Dani jetzt gemacht? Und der Daniel füttert jetzt das futtert, eine. Daniel futtert jetzt, futtert das, jetzt das eine Reh. Daniel futtert jetzt das Tier. Bambi! Hier, jetzt futter du es. Ich muss futtern, dann gib mal futtern. Ey, nicht von der Hand, das ist ja voll ekelhaft. Ja, wie dann? Wie dann? Schmeiß hin. Nein. Komm, Simone. Mmh. Oh, lecker. So, jetzt haben wir hier einen Nandu und er rennt weg. Naja, schauen wir mal, was es sonst noch so gibt. Da ist die ganze Truppe. Das ist eine, schon fast eine Großveranstaltung. Willkommen, bienvenue, welcome. Wirklich zu sehen, je suis enchanté. So, wir sind jetzt hier bei der offiziellen deutschen Meisterschaft im Freifallrutschen. Die Teilnehmer gehen gerade die Treppe hinauf. Das ist aber ganz schön steil, schon da hochzulaufen. So, jetzt schauen wir mal, Wespe. Ich glaube, ich mache hier mal so ein bisschen, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Könnt sehen, das ist ganz, ganz, ganz steil. Es geht fast senkrecht darunter, aber die haben eine Matte sich hier vorne aus dem Häuschen geholt. Oh, also erster Durchlauf, Kevin, Angie und Vivi. 3, 2, 1. Also das war jetzt aber wirklich nicht so spektakulär. Ich habe mir das schon spektakulärer vorgestellt. Moment, noch nicht! Komm. Halt ich mich so fest oder was? Ja, ja, wir hören das. Oh Gott, jetzt los! Oh Gott, jetzt los! Nee, ich trau mich nicht. Los! Das ist nicht schlimm! Das ist eine Frau. Das ist eine Frau. Oh Gott, ich komm nicht raus! Hier ist ein Schockruf los. Hast du da, Holger? Ja, ja. Ist es schlimm? Nein! Aber lustig. Alter, das ist doch aber echt krass. So, wir fahren jetzt eine Runde Alpine Coaster. Beim Europapark gibt es ja auch eine. Gerade hier von dem super. Ja, von dem Alpine Crossing. Jetzt kann man sich hier noch die Hände waschen.
Oh Gott, da bist ja, ist ja eine halbe Wasserbahn hier. Achso, du musst dagegen drücken mit dem Knie? Ja, mit dem Knie. Da fasst du nichts an. Perfekt. Ja, aber ist doch super. Aber der erste Schwall, da bist du halb auch noch nass. Ja, und das ist so stark. Aber es gibt genügend Desinfektionsspender und genügend Handwaschbecken. Sehr schön. Toll, oder? Gibt sogar eine Halloween-Season im Eifelpark. Sorry, Daniel. Und sogar eine Open-Air-Horror-Maze. Da unten steht ihr, findet ihr auch die Daten. Mal sehen, ob wir den Park dann nochmal besuchen, oder, Daniel? Ja. 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 Jahreskarte. Und hier kann man sich übrigens mit Wasser nass machen. Aber ich finde, das ist gerade nicht die richtige Temperatur dafür. Gibt auch das Herbstleuchten im Eifelpark vom 12. September bis 4. Oktober. Und das soll wirklich sehr, sehr schön sein abends. Seht ihr ein paar Eindrücke. Ja, weil du auch bei der Burg Elspo gelaufen. Das Sportprogramm hier im Eifelpark ist auch... Biologischen 100 Meter lang. Nein, die Rede zu lang, laut. Das Sportprogramm hier im Eifelpark ist auch gesichert. Es fährt zwar auch ein Zug da hoch, aber wir haben gedacht, komm, bisschen Sport kann ja nicht schaden. Also ich muss sagen, das haben sie echt gut gemacht. Ich habe echt gerade gedacht, das wäre eine wirkliche Baustelle. Aber das ist eine Attraktion. Echt gut gemacht. Oh, sind oben angekommen. Ich bin außer Puste, weil es mein Sauerstoff zählt. Aber ja, mal schauen. Hier oben sollen die Hauptattraktionen sein. Hier hinten haben wir schon mal eine Baustellenattraktion. Sehr echt nachgebaut. Ich dachte auch erst, es wäre eine richtige Baustelle. Und ja, mal sehen. Also so eine Unverschämtheit. Also wenn uns jemand... Simone, du bist jetzt nicht so... Geht nicht mehr hoch! Ja, die Mädels haben sich gedacht, sie lassen sich hier mal von Casey und von Simone reiten, ziehen. Nee, das hört sich ein bisschen seltsam an. So habe ich das nicht gemeint. Und die Queen steht hinten drauf und winkt. Ist das Holz? Ja. Oh. Gleich machen sie den Überschlag. Komm mal mit. Aber weil es geht. Sind wir aber tot, wenn wir das machen? Yeah, jetzt rein! Der war gut. Hier. Der Ball. Oh, Andi abschießen. Jetzt los! Woo! Daniel, schneller, schneller! Du verlierst! Daniel, du verlierst! Oh, Daniel hat verloren! Ich hab kein Handy! Warum fünf Casey an? Ich hab kein Handy! Jo, vier! Was ist denn mit dir ab? Ja, Felsermann! Aber ich hab. Jetzt musst du drücken! Herzlich willkommen beim Melkspiel. Nach dem Mu hast du Zeit. Der Daniel zeigt jetzt, wie es funktioniert, weil ich habe eben den Knopf nicht gefunden. Oh, Daniel, das läuft super mit den Zitzen. Als hättest du nie was anderes gemacht. Und? Das ist sehr entspannt. Ist entspannt. Casey, go! Casey! Daniel, Daniel, schneller! Da kommt nichts. Drücken, Daniel! Fertig. Fertig. So. Brina und ich gehen jetzt in den Streichelzoo. Na? Entschuldigung. Komm, ich mal durch. Entschuldigung. Entschuldigung. Ah! Hilfe!
Ja, du musst sie jetzt auch füttern, nein, verarscht. Halt jemand die Tür weiter, bitte. Gleich wirst du angesprungen. Ich will das immer halten. Wie die da stehen, die Fliegen haben. Ja, ich dachte, die kommen dann, wenn ich das Ding. Aber was soll ich ziehen raus? Ja, du musst die jetzt auch füttern. Ja, erst wenn die zwei da drin sind. Ja. Oh, hier gibt's auch Esel. Da sehe ich jeden Tag ganz viele. Guck mal, Ia ist auch da. Ia? Ja. Hallo. Und da drüben haben wir Schweinchen. Guck mal, oh, wie süß. Könnt ihr hier auch reingehen, bitte? Leider nicht. Es fängt an zu regnen. Es fängt an zu regnen, das ist auch super. Dann gibt es auch eine Wasserbahn. Mit der bin ich jetzt aber gerade nicht gefahren, weil mir das einfach das Wetter zu kalt ist für Wasserbahn. Die anderen sind aber gefahren und der Kevin kann mal sagen, wie er die Wasserbahn findet. Cool, man wird nass und wir waren zu fünft im Boot und ja, du musst die auch gleich noch fahren. Nee, mir ist es zu kalt. Ein bisschen am Bein nass geworden, ja. Aber es geht. Aber man kann sie fahren? Ja, für so eine mobile Wasserbahn. Die und, jetzt null Minuten Badezeit. Das haben wir eh relativ Glück, ja? Genau. Wo gehen wir jetzt hin? Zum Breakdancer, ne? Oh, Seeräubers Kanonenritt. Auf dem Eiffelparkblitz, Daniel, ne? Du bist so aufgeregt. Das ist die actionreicheste Achterbahn hier, die es gibt. Ich glaube, wir kippen um. Wir haben den ganzen Zug besetzt. Bequem. Das ist super. Hammer. Wenn ich hier reinpasse, ist der Hammer. Oh, gleich. Letzten steigen ein. Der erste. Wow! Jetzt geht's hoch. Silverstar-Moment. Yay! Das ist der Wahnsinn. Please follow the instructions on the side of the path. Das ist so aufregend. Jetzt geht's runter. Nee, die Hände, man muss drin. Hände rein, man darf nicht aus. Beinahe geht die wilde Fahrt auf Captain Jacks wilde Maus. Guck mal die Augen. Oh Gott. Oh Scheiße. Oh Gott. Wir fahren jetzt eine Runde Breakdancer. Also ein bisschen Kirmes-Feeling. So, wir sind gerade Breakdancer gefahren. Ich fahre nie wieder Breakdancer.
bin das mal gefahren, als ich jünger war, das mache ich nie wieder. Das war ja der Horror. Längsten 6,5 Minuten meines Lebens. Oh, das war, ich habe nur noch gedacht, wann hört das endlich auf? Das war nicht schön. Mache ich nie wieder. So, nach dem Schreck mit dem Breakdancer fahre ich jetzt eine Runde Kettenkarussell. Starflyer. Geht ganz schön hoch. Und ich muss meine Maske jetzt anziehen, weil in den Wartebereichen ist Maskenpflicht. So, den Kirmesabstand haben wir überstanden. Freefall Tower war auch gut. Das Schlimmste war nur dieses Warten oben. Ich glaube, wir haben locker 2-3 Minuten oben einfach nur gesessen und gewartet auf den Fall. Das Warten ist ja das Schlimmste. Jetzt suchen wir uns was zu essen. Und ja, also es gibt hier gar keine Wartezeiten. Das ist ganz angenehm. Maske muss auf den Attraktionen, auf den Wartebereich oder in den Wartebereich getragen werden. Ja, ist wirklich ganz netter Park. Für Kinder natürlich eigentlich hauptsächlich gemacht, aber wir machen trotzdem alles und haben unseren Spaß hier und ja, ist ein ganz süßer und schöner Park. Ja. Bei uns gibt es jetzt Currywurst, oder bei mir gibt es jetzt Currywurst mit Pommes. Mayo ist inklusive bei den Pommes und das hat zusammen 6,60 Euro gekostet. Nach dem Essen haben wir ein Gruppenbild gemacht und jetzt posieren hier noch Vivi und Kevin. Genau, so die Unterwürfige. So mehr Drama bitte, Drama! Großfamilie! Landkarten! Disney-Fan! Gibt's mal ein bisschen Gold? Ja, wir haben uns verirrt! Ja, ne? Ah, guck mal! Cool! Ah, nur die Jungs wegen. Sieh hier, Kinder! Ich hab's gefangen! Danke! Warte! Verrat ja noch nichts! Danke! Dankeschön! Macht der Currywurst mit Pommes und den Fotos gönnen wir uns jetzt noch das Dessert. Povertiers mit Puderzucker habe ich. So kann man den Tag im Freizeitpark auch genießen. Wir sitzen jetzt hier in der Tilla Müller Lounge. Oh, guck mal! Ein Alpaka! Zwei Alpakas! Wollen wir so einen Alpaka? Ja, wir sitzen jetzt hier in einem Rundfahrzug und schauen mal, was wir zu sehen bekommen. Ja. Glaubst du, wir sehen einen Elefant? Eine Giraffe, dachte ich. Da war ich gerade weggelaufen. Schaut mal, da hinten ist ein Känguru. Akazien und hauptsächlich Buchen bilden den Baumbestand des Bergwildparks. Früher wurden die Bäume hier auf Stock gesetzt. Das heißt, die Baumausschläge aus den Wurzeln wurden alle 20 bis 30 Jahre zur Brennholzgewinnung abgeschnitten. So, die Rundfahrt war ganz süß. Ich fahre jetzt zum Abschluss noch den Alpincoaster mit den anderen zusammen und dann werde ich auch nach Hause gehen. Die anderen bleiben noch ein bisschen hier, gehen heute Abend noch ein bisschen essen. Ein bisschen viel essen. Ich muss leider nach Hause fahren, aber der Freund wartet halt, ne? Aber wir fahren jetzt noch eine Runde Alpincoaster. Ich bin jetzt etwas außer Puste, weil ich im Berg da hochschlappen musste. Also ich muss sagen, diese Bahn, die wir gerade gefahren sind, macht echt Spaß. Ist echt rasant. Ich mache mich jetzt auf dem Weg zum Auto. Die anderen bleiben noch ein bisschen, gehen später noch was essen. Aber wie gesagt, ich muss jetzt nach Hause. Hab meinem Freund versprochen, früher da zu sein. Eigentlich war ich da in Disneyland gewesen. Aber da ich jetzt nicht hingefahren bin, komme ich früher nach Hause. Ich hoffe, euch hat dieser, ich weiß gar nicht, wie ich ihn nennen soll, kunterbunte Vlog. Jetzt benutze ich den Namen von Vivi und Kevin. Nein, dieser chaotische Vlog hier gefallen aus dem Eifelpark. Es war einfach alles Mögliche, nichts irgendwie strukturiert. Wir hatten irgendwie keinen Plan. Jetzt sind hier diese komischen Bären wieder von Anfang an.
Die Bärenbrüder. Ja, also ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen hier aus dem Eifelpark. Ich würde den Park jedem empfehlen, vor allem für Kinder. Es ist wirklich ein Erlebnis, man kann auch hier den ganzen Tag verbringen. Weil es ja auch diesen großen Wildgehegebereich gibt im Wald, wo man gut mit den Kindern lang spazieren. Man kann auch einen Bollerwagen mitnehmen, Kinderwagen. Man braucht auch kein Sportprogramm mehr danach zu machen. Man läuft hier sehr viel, muss auch an den Attraktionen sehr viel machen. Ja, jetzt höre ich aber mal auf zu labern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Wo? Weiß ich noch nicht. Ist noch nichts geplant. Also Disneyland ist geplant für September. Aber mal sehen, wie es weiter verläuft. Also bis dann, meine Lieben.